Samstag, 28. September, der Blick zurück auf Port-Saint-Foy. An einem wunderschönen Morgen, still und ruhig und vielversprechend. Man sollte sich keinen Illusionen hingeben, woher der gute Bordeaux-Wein kommt. Er kommt nämlich nicht vom Winzer, der jedes Fläschchen liebevoll streichelt, sondern er kommt aus riesigen Fabriken. Und eine davon sehen wir hier vor uns. Das erkenne ich zum Beispiel an dem Container mit dem Trester, der da vorne ist. Und was man auf dem Video nicht erkennt, ist natürlich der Geruch. Es riecht hier wirklich nach, nach Maische, nach vergorenem Wein. Und die Edelstahlbehälter sind auch beeindruckend. Ja, also, schöner Wein aus Frankreich, aber bestimmt nicht schlecht. So, ich wollte mal innerhalb von 10 Sekunden zeigen, warum ich diese Hose so gerne mag. Die ist zwar nicht von mir, sondern ist von meiner Frau, aber sie hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Und zwar wird es jetzt langsam warm. Und zack, zack. Passt sich die Hose dem schönen Wetter an. Und weiter geht's. Ich habe gerade zwei irische Mitpilger getroffen, die am Wegesrand ein bisschen Pause gemacht haben. Und wir haben kurz geschnackt. Das ging ganz gut auf Deutsch, weil die ganz hervorragend Deutsch gesprochen haben, weil sie in Berlin ein Parallelleben haben, so meinten sie. Jedenfalls sagten sie, es seien ja unheimlich viele Deutsche und Holländer auf dem Weg. Und dann fragte ich, wie viele Deutsche und Holländer sie denn schon getroffen hätten. Und effektiv bin ich seit 4 Tagen der erste Pilger, den sie getroffen haben. Und dann erzählte ich, dass ich auch vor ein paar Tagen eine Holländerin getroffen habe, die ich sogar gestern noch wieder getroffen habe. Und das sind also diese Unmengen von Deutschen und Holländern offensichtlich, die auf dem Weg sind. Also effektiv sind hier kaum Pilger unterwegs, im Grunde gar keine. Das sieht man auch in der Infrastruktur, an den Hotels und so weiter, an der teilweise echt miserablen Wegführung bzw. Ausschilderung. Nein, also überlaufen ist das im Süden Frankreichs nicht. Das ändert sich komplett natürlich alles ab Saint-Jean-Pied. Dann geht man auf die Pilgerautobahn und dann gibt es alles. Aber davor ist wirklich Pilgerwüste sozusagen. Aber es waren sehr, sehr nette Leute, nettes Gespräch und echt, man freut sich auch, wenn man mal Menschen trifft, ganz ehrlich. Es ist das ist ja ruhig hier, oder viel ruhiger als ich dachte. Ich wandere also im Grunde wirklich komplett alleine. Und da freut man sich, wenn man mal jemanden trifft und einfach nur ein bisschen Blödsinn reden kann. Traumernte! So sieht's also aus.